Blutrache zwischen verfeindeten Familien, vom Erdbeerfeld in der Türkei bis zum Kopfschuss im Frankfurter Hauptbahnhof. Wir haben die Geschichte, wie Kemal Ö mit dem Dönerladen in Lahr im Schwarzwald Hakim E., einen Killer aus der Türkei, in Frankfurt diese Woche Dienstag mit einem Kopfschuss hingerichtet hat. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Eine Geschichte heute, die berichtet wird von großen türkischen Zeitungen, unter anderem der Sabah. Die deutsche Staatsanwaltschaft möchte weder leugnen noch bestätigen, es gibt einfach keine Information. Doch wenn es hier um Familienstreitigkeiten, gerade um Blutrache geht, vertraue ich einer türkischen Tageszeitung mehr Kompetenz zu als einer deutschen Staatsanwaltschaft. Das kann man sich im besten Leben gar nicht ausdenken. Es geht um den Dönerwirt Kemal Öztakak mit dem schönen Dönerladen Bella Kebab in der Schwarzwaldstraße 52 in Lahr im Schwarzwald. In einem kleinen beschaulichen Städtchen lebte er schon lange und ist hier wohl von der Familie beauftragt worden, Hakim E., das Opfer im Frankfurter Bahnhof, zu liquidieren. Doch was ist eigentlich vorher geschehen und wie steht das Ganze mit einem Erdbeerfeld in der Türkei in Verbindung? Der in Frankfurt Erschossene war Hakim E., ein 27-Jähriger, der im Mai dieses Jahr erst zu uns gekommen ist. Wir erinnern uns, kurz bevor sie die Grenzen zugemacht haben für die EM, und sie haben ja gesagt, sie kontrollieren alles. Hier muss wohl ein Kontrollversagen von Frau Faeser und der ihr unterstehenden Bundespolizei passiert sein. Die Familie Öztakak wusste schon früh, dass Hakim E. hier in Antalya das Familienmitglied ermordet hat. Darum geht es nämlich hier im Besonderen. Darüber hat die Hürriyet und die Sabah groß berichtet. Dieses Jahr im Mai hat Hakim E., einen 46-jährigen Vater von 4 Kindern mit dem Namen Ahmed Öztakak, auf einem Erdbeerfeld mit 12 Schüssen hingerichtet. Daraufhin ist er von Antalya nach Deutschland geflohen und konnte hier offensichtlich unbehelligt einreisen. Die Familie Öztakak hat ihn allerdings innerhalb von wenigen Wochen in Deutschland ausfindig gemacht und dann den Dönerwirt Hakim E., der verwandt sein soll mit dem Opfer von dem Erdbeerfeld und hier einen Dönerimbiss betreibt, damit beauftragt haben, hier Blutrache zu verüben. Eine Clanfehde, die quasi quer durch Europa geht. Hier geht es Auge um Auge, Zahn um Zahn und so eine Geschichte, die kann man sich schon fast gar nicht ausdenken. Es ist hier wirklich phänomenal. Zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest bis gestern Abend 22 Uhr am 22. August 2024, gab es keinerlei Durchsuchungen dieses Dönerladens im Schwarzwald, wo man mal ganz klar sagen muss, hier gibt es PKK-Verbindungen, da sind wir bei Terrorismus, bei Terrorismusfinanzierung. Da sind wir schon wieder beim Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel. Es geht hier um eine Straftat, die überregionale Bedeutung hat, die Verbindungen hat zur verbotenen PKK. Und die Mitglieder der PKK werden vom Generalbundesanwalt natürlich immer wieder angeklagt. Wir sind wieder bei Paragraf 129 StGB. Mein Hinweis auf die Hisbollah bis heute unbearbeitet. Es ist dennoch hier wirklich phänomenal, dass es aus der Türkei die quasi Aufklärung dieses Gewaltverbrechens innerhalb von 48 Stunden kostenlos frei Haus gegeben hat. Viel schlimmer ist jedoch, dass jemand wie Kemal Öztakak, der hier schon länger zu Hause ist, der hier als Geschäftsmann tätig war und seinen Imbiss betrieben hat, sich dennoch dann nach Jahren hinreißen lässt, alle Rechte und Gesetze in diesem Land einfach über Bord zu werfen und hier Blutrache zu üben. Da sieht man, dass die kulturelle Abstammung und die kulturelle Prägung viel, viel bedeutender sind, als uns das immer erzählt werden soll. Man sagt immer, die Leute, die hier sind und schon seit 10 Jahren ein Geschäft betreiben, die sind hier angekommen und integriert. Die Realität zeigt uns immer wieder, dass gerade bei solchen persönlichen Sachen, wo es um die Ehre geht, dass es da viel, viel, viel zu entdecken gibt, wenn man da mal den Teppich hochhebt. Aber wir Deutschen, wir lassen den Teppich am liebsten darauf liegen. Und dann kommt hier eins zum anderen. Da gibt es einen großen Mord in der Türkei, wo alle darüber berichtet haben in der Türkei. Und der Täter kann unbehelligt nach Deutschland reisen, kann hier einreisen, ist hier quasi auf freiem Fuß, wird von der Familie innerhalb von wenigen Wochen ausfindig gemacht und wird dann hier erledigt. Wenn diese Geschichte, die bis jetzt nur von den türkischen Medien erzählt wird, am Ende so bestätigt wird von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt,
dann ist das wirklich ein Armutszeugnis für unser Land, wenn wir es noch nicht mal hinbekommen, dass wir solche Clanstreitigkeiten oder Familienfäden, wie auch immer man das nennen will, zumindest so weit beobachten, dass uns am Flughafen es nicht passiert, dass hier Leute einreisen, die in der Türkei anscheinend ja auch gesucht wurden, sonst hätte man ja gar nicht gewusst, wer da wen erschossen hätte im Mai. Er ist denn hier eingereist, Hakim E., ohne Meldeadresse, und das kann man sich nicht vorstellen. Da reist ein Mörder aus der Türkei, aus Antalya, einfach ein, vermutlich über Frankfurt Flughafen, kann sich dann frei im Bundesgebiet bewegen. Wir können hier mal festhalten, dass es quasi ein Wunder ist, dass er hier nicht schon wieder gemordet hat, denn wer einmal mordet, der mordet auch zweimal, vor allem im Namen der Ehre, da kennen die gar keine Gnade. Und die nächste Frage ist ja, wo kommt die Schusswaffe her von dem Dönermann aus dem Schwarzwald? Jetzt wollen sie wieder die Waffengesetze verschärfen. Ich würde wetten, es ist keine legale Waffe gewesen im Sinne davon, dass sie hat legal besitzen dürfen. Denn dann hätten sie schon mehr Erkenntnisse über ihn. Wer Legalwaffenbesitzer ist, ist ja beim Verfassungsschutz bekannt, ist auch polizeilich überprüft und bekannt. Dieser Dönermann hier, völlig unbescholten und wie gesagt, bis gestern Abend keinerlei Durchsuchungsmaßnahmen. Es ist jetzt mal hier wieder prädestiniert ein Fall, dass unser Generalbundesanwalt mit dem schönen Namen Jens Rommel kommt, den Fall an sich zieht und ihn dann erstmal mit der linken und der rechten Arschbacke wochenlang und monatelang platt sitzt. Das hat er bei Nord Stream getan, das Ganze hat er getan in Mannheim. Der Täter von Ruven Lauer ist bis heute nicht angeklagt. Dabei hätte man ihm schon lange den Prozess machen können. Er ist des Mordes per Video überführt. Da gibt es keine Verteidigungsstrategie. Er hätte schon längst im Gefängnis sitzen müssen. Suleyman Atta'e, ich vergesse die Namen nicht derer, die hier nichts verloren haben. Und ihre jüngste Idee, ihnen jetzt Geld zu geben, dass sie, wenn sie hier ausreisen, weil sie hier straffällig sind oder illegal sind, ihnen dann die Miete zu Hause zu bezahlen, wo sie hingehen. Ja, sie wollen Deutschland zum Weltsozialamt dieser Welt erklären. Jetzt sollen wir für alle, die hier keine Bleibeberechtigung haben, die hier schon quasi von uns das Geld entzogen bekommen müssten, jetzt wollen sie denen noch die Miete und das Essen bezahlen, wenn sie zurückgekehrt sind, um sich rechtlich abzusichern. Es wird mal wieder Zeit, dass ein großer Teil dieser rechtlichen Absicherer, das sind irgendwelche Richter, die mal Urteile gefällt haben, husch, husch in die Rente gehen. Es wird Zeit, dass wir endlich mal wieder sagen, wer der Herr im Haus ist und nicht mehr uns auf der Nase herumtanzen lassen von 68er Richtern, die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und können eine ganze Nation terrorisieren, indem sie die Menschlichkeit über alles stellen. Es muss uns egal sein, ob jemand in dem Land, wohin er abgeschoben wird, verhungert oder nicht. Denn er hat hier seinen Bleibeanspruch verwirkt und damit sind wir nicht mehr für ihn zuständig. Er muss dann wieder dahin, wo er hergekommen ist, und wenn er vorher vom Hunger bedroht war, dann wird er danach ebenfalls wieder vom Hunger bedroht sein, und wenn er eine Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt, muss uns das egal sein. Es geht zuerst um unsere Sicherheit, um unser Wohl und dann eventuell um die anderen. Sie wollen uns erzählen, wenn er dort bedroht ist, dann muss er hier bleiben, selbst wenn er hier eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Und da sage ich, Richter, die so einen Schwachsinn uns erzählen wollen, dürften keine Richter mehr sein. Die gehören mal wegen Rechtsbeugung einkassiert, so wie sie das bei anderen schon getan haben. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Damit sage ich, abonniere den Kanal, abonniere auch meinen Zweitkanal Auswandern mit Kopf. Dort findest du für jung oder alt, für arm oder reich immer wieder Videos, Tipps und Tricks rund um das Thema Auswandern und was alles damit zusammenhängt. Ansonsten abonniere noch X, da findest du das Kopfschussvideo auch unzensiert. Und ansonsten sage ich ciao, bis bald.